Hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Minecraft Hello Story. Und sieht schon eine Sache, die jetzt irgendwie seltsam ist. Was hat sich denn hier verändert? Ja, das ist jetzt halt dahergekommen, weil wir. Also, ich hatte entschieden gehabt, dass wir das ganze Ding nochmal umbauen, wegen Thema, wegen platztechnisch als erstmal. Dass wir halt, wie gesagt, genügend. Maßnahmen haben, wie gesagt, hier für Thema mehr Freiraum haben für die ganzen Villager. Und mir ist mich auch aufgefallen, halt, weil das eine Haus hier stande. Die ganze Zeit haben welche hier die ganze Zeit durchgeschossen, also und alles wurde halt getötet. Deshalb haben wir, also deshalb habe ich halt, wie gesagt, entschieden, halt, dass wir so in etwa das Ganze hier bauen können. Und Marlenchen hat mir mit allem geholfen, weil die ganzen Plünderer, alles sind halt wie gesagt da unten und da kommt keiner ran. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal hier alles vorbei. Plus dazu, durch die ganzen Berufe, die ich hier wirklich schon gesammelt habe, das kann ich jetzt nochmal hier im Folgenden Ganzen zeigen, haben wir sehr viel gesch also haben wir jetzt wieder auch Eisengolems bekommen. Das Schöne ist, ich wollte ja dann noch ein bisschen was machen, aber das wird dann alles noch später halt, wie gesagt, gemacht. Das ist jetzt halt, wie gesagt, noch nicht so Sache, aber. Wir haben schon mal die Brutzentrale für Eisengolem sozusagen. Eine Sache finde ich aber auch wirklich echt heftig. Warte mal, vielleicht funktioniert es wieder. Die Eisengolem greifen eigentlich an, wenn man einschlägt. Ich habe Dutzend Mal hier geschlagen, aber die interessieren sich nicht dafür. Da frage ich mich, was ist mit dem passiert? Einmal geschlagen, schon kam die ganze Armee an. Und halt, wie gesagt, hier, ich wollte vielleicht hier oben noch etwas machen, aber. Ja. So sieht jedenfalls jetzt erstmal hier der Lauf der Dinge hier aus. Wir haben dann halt, wie gesagt, noch ein bisschen gemacht gehabt. Aber für mich ist jetzt das einzige Wichtige, als erstmal. Ja, wir haben halt, wie gesagt, die ganzen Kisten halt, wie gesagt, umgestellt. Also verzieht ja schon die ganzen Kisten da wieder. Das einzige Lustige ist halt. Oh. Das alles ist halt Bruchstein. Hier habe ich das Loch jetzt wieder verschlossen, weil ich hier einmal aufgemacht hatte wegen Überfall. Aber noch etwas Interessanteres, was passiert ist. Diese Folge wollte ich halt, wie gesagt, schon mehrfach aufnehmen. Bloß mir hat es halt nicht so sehr gefallen. Deshalb bin ich immer, wie gesagt, unentschieden gewesen wegen den ganzen. Ich habe jetzt die ganzen Kisten hier mal ein bisschen was gemacht gehabt, dass ich auch mal ordentlich viel Platz habe. Die ganzen Kisten hiervon sind alle bloß mit Waffen zugesetzt. Muss ich dann alle halt, wie gesagt, noch wegmachen. Die Slimes spawnen hier noch schön, aber werden die meiste Zeit jetzt von den Eisengolems jetzt weggemacht. Eigentlich mal. Ich muss sagen, das ist schon lustig. Aber das Ganze soll ja noch spezieller irgendwann werden. Also kann lustig werden. Das Portal hier kommt sowieso weg und es wird irgendwo anders hingesetzt. Das kann ich jetzt schon sagen. Oder ich mache halt dann so einen kleinen Bereich, weil ich muss ja halt, wie gesagt, bloß alles connecten. Und dann heißt es ja, wir haben ja halt, wie gesagt, die ganzen Standorte noch von allem. Kann ich eigentlich auch machen. Aber jedenfalls halt, wie gesagt, so als erstmal alles zum Gucken. Also bloß halt, damit ich halt, wie gesagt, da schon mal Bescheid gebe, so. Das Problem ist halt, durch die ganzen Überfälle ist jetzt halt ein bisschen mehr Scheiße passiert wegen Thema. Ich kriege kein Reparaturbuch mehr. Ich könnte jetzt halt, wie gesagt, so und so machen. Die zwei Sachen halt, wie gesagt, zusammen verbinden. Und dann auf meine. Warte mal, Haltbarkeit, Reparatur. Könnte ich dann halt, wie gesagt, alles auf. Ja, meine Axt tun. Jetzt habe ich auch nochmal eine Sache, die sich hochheilen kann. Aber die Rüstung sieht mau aus langsam. Also. Entweder ich hole jetzt so schnell wie möglich halt alles zusammen und versuche so wenig Schaden wie möglich zu bekommen. Oder auch nicht. Aber, das kann ich auch dann euch nochmal zeigen. Warte mal. Ich brauche da nochmal Truhen. Ich mache schon mal halt, wie gesagt, alles schon mal ein bisschen weitergehend bereit. Aber soll jetzt erstmal, damit ihr wisst, was ich hier auch alles mit vorhabe noch. So, da kann ich halt, wie gesagt, so ein bisschen jetzt schon mal halt, wie gesagt, rüber transportieren zu dem Ort. Falls irgendjemand hat, wie gesagt, diese Folge noch nicht gesagt hat, wo ich halt, wie gesagt, ein bisschen über 1.16 geredet habe. Ja, 1.18 geredet habe, mich wegen Thema hier wegen der Landschaft. Ja, es wird dann. Da oben ist noch was, verdammt.
Habe ich was vergessen? Das wird euch, wie gesagt, jetzt aufgedeckt, heute, wie gesagt, mit allem. Weil ich habe mich auch was Schönes vor, und zwar ich habe ein anderes Projekt angefangen. Ach so, ich kann nichts einsammeln. Verdammt. Dann mal so schnell wie möglich weg. Ich habe jedenfalls hier einen Tunnel schon mal gebaut, für diejenigen, die es wissen, und zwar direkt halt, wie gesagt, zum Ort des Geschehens. Muss halt, wie gesagt, haufenweise latschen. Ich habe mir so überlegt, mache ich das Ganze doch lieber als eine Schienentour. Also halt, wie gesagt, so in Schienen bis von A nach B. Das würde, glaube ich, besser sein, weil keiner würde freiwillig so eine Autobahn halt, wie gesagt, so machen, wo man halt, wie gesagt, so. Also würde ich halt, wie gesagt, ein Schienensystem hier machen. Und das Schlimmste ist ja durch den ganzen Leder. Ich weiß ja, ob das so eine gute Idee ist oder auch nicht, aber da könnte ich halt, wie gesagt, schon mal Sachen mit Loren transportieren. Was auch eigentlich schon mal gut ist. Dann kann ich mir halt da schon mal ein ordentliches System ausdenken, wo ich halt denke, das wird doch schon funktionieren. Du haust mal ab. Mit dir habe ich schon viel zu viel schlimme Erfahrungen gemacht. Ja. Und ich war vor kurzem Level 30 und jetzt nicht. Ey! Auf hier Stress zu machen! So, dann mal beeilen, bevor alles jetzt noch gleich despawnt. Ey! Ich habe kein Feuerzeug! So. Und dann kommen wir zum eigentlichen Ort des Geschehens. Ich hoffe jetzt bloß nicht, dass ich explodiere. Das Problem ist halt, jedes Mal, wenn halt wie gesagt noch ein bisschen Ladezeit ist und der ganze Screen halt wie gesagt da ist, kann alles passieren, was ich nichts machen kann. Zu der Zeit. Zum Beispiel, das könnte jetzt passieren. Zombie taucht einfach auf. Oder der schlimmste Fall, der alle eintreten könnte, ein Creeper würde auf einmal gleich explodieren. Wenn man schon vom Teufel spricht, ich sehe ihn schon. Also kann ich halt wie gesagt hier alles halt wie gesagt so schnell ein bisschen so rüber transferieren. So, dass ich halt wie gesagt genügend habe, um diese ganzen Landschaften halt alles noch ein bisschen weiter auszugleichen. Weil ich finde das mir so nicht gut halt, wie gesagt, solche fetten Löcher hier im Boden. Also wollte ich dann halt wie gesagt das Ganze noch ein bisschen begradigen. Und dafür brauche ich halt den ganzen Stein. Das Lustigste ist, ich brauche dann irgendwann noch eine Schaufel, mit der ich dann hier alles platt machen kann. Aber das ist halt, wie gesagt, der Ort, den ich halt machen will. Ihr könnt halt, wie gesagt, jetzt nicht sehen, halt, wie gesagt, wegen allen halt. Ich habe die Renderdistanz alles ein bisschen runtergestellt, damit es nicht so sehr leckt. Ich habe mir gemerkt gehabt, dass alles ein bisschen viel zu viel ist mit allem. Aber jedenfalls, wir gehen jetzt wieder noch ein bisschen zurück halt mit allem. Aber das ist halt, wie gesagt, ein Nebenprojekt, was ich halt, wie gesagt, hier vorhabe. Deshalb, ich freue mich schon drauf, eigentlich mehr oder weniger. Outside! Warte mal, stopp, 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 stopp. Aber die spawnen hier wie die Scheiße. Ich bin auch nicht gerade eben der beste Bogenschütze, muss man auch ehrlich sagen. Was auch noch? Ach ja, da kann ich ja noch von einer schlimmen Sache reden, wegen Thema. Es gibt dann sicherlich dann noch für mich hier später noch ein anderes Problem. Ich weiß nicht, ob ich das halt wie gesagt schon mal gesagt habe, aber ich habe das Endportal finden können. Jetzt nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Und zwar, ich bin halt wie gesagt in Kreativ gegangen, weil wir eine Stelle abgesucht haben und wir haben da uns alles komplett freigesprengt, aber nichts gefunden, rein gar nichts. Also heißt, an diesem Ort hat nichts existiert von Thema Endportal, also ist es sozusagen weggebuggt. Deshalb kreativ reingegangen. Ich habe die Koordinaten vom nächsten Endportal, was leider nicht in der Nähe ist, sondern außerhalb der Karte. Ja, so sind wir halt, wie gesagt, zu diesem Punkt gekommen, dass wir uns im Nether also als erstmal bis dahin bauen und im Nether dann ein Portal aktivieren. Dass wir dann im besten Fall sehr bequeme Stelle haben, weil man kann ja auch den Ender. Also den Drachen auch wieder beschwören und halt nochmal killen bringt halt Erfahrung. Was Schönes. Also heißt es, wir werden uns dann daraus auch noch so eine Farm machen. Außerdem, wir müssen ja irgendwie so noch für Enderperlen halt, wie gesagt, am besten so eine Farm machen. Also so für die Endermans einfach bloß so.
Plus dazu, wir müssen irgendwie so halt noch in das zweite End rein, um halt Elytra alles weitestgehend zu bekommen. Und da bekommt man ja auch, so weitestgehend wie ich weiß, auch halt alles gute Rüstung mit dazu. Das ist genauso wie immer, wenn man eine Bastion findet. Da hat man vielleicht auch eine Chance auf so etwas. Eine Sache, die ich jetzt noch nicht gezeigt habe, das werde ich jetzt auch, glaube ich, eher nicht tun, weil, ja, Zeit halt, dafür habe ich nicht so sehr. Wir haben, also ich habe sogar noch ein End, als ich halt, wie gesagt, nach diesen Koordinaten gesucht habe, einfach eine Neta-Festung gefunden, wo ich mir ehrlich dachte halt so, ihr könnt mich langsam mal, dass da eine Neta-Festung ist, weil anstatt so in etwa 300 bis 500 Blöcke im Neta zu gehen, sind es 200 Blöcke. Und zwar in die andere entgegengesetzte Richtung. Dort, wo halt, wie gesagt, das andere Portal ist, habe ich mich so etwas noch gefunden. Eigentlich alleine halt, wie gesagt, liegt es jetzt hier dran. Ich weiß nicht, was ich jetzt, wie gesagt, jetzt hier machen soll. Entweder ich werde jetzt halt, wie gesagt, mir einen der guten Kameraden von den Dorfbewohnern ausbauen und für schändliche Taten benutzen. Ja. Mir ist auch noch was anderes aufgefallen, und zwar wegen Thema dem Feuerwiderstandsdrang. Meisten halt sagen halt, man bekommt es halt leicht von den Picklins. Ja, aber es gibt auch noch eine zweite Möglichkeit, die ich weiß nicht, inwiefern halt, wie gesagt, das Ganze auch durchgekommen ist. Aber habt ihr einen Feuerbogen und ihr trifft einmal eine Hexe, ihr trifft dann nochmal mit dem Bogen und sie ist dann tot. Ihr habt dann nämlich halt, wie gesagt, eine gewisse Chance, wenn sie diesen Trank noch nicht genommen hat, dass sie sie auch fallen lässt. Ihr wisst nicht, wie viel Gold ich mit den Picklins getradet habe, um einen Feuerwiderstand zu bekommen. Ich hatte, glaube ich, so ca. 30 Gold und keinen einzigen Trank bekommen. Ich weiß wieso, aber diese ganzen Tränke habe ich alle von Hexen bekommen, die ich jetzt hier überhaupt in den Truhen habe. Durch die Überfälle halt alle. Wollte ich dann mich dann auch noch mal sagen. Kraft, okay. Ich würde halt auch überlegen, halt so in etwa, dass ich halt hier auch noch ein paar spezielle Verzauberungen halt, wie gesagt, alles noch verwende. Oder halt Wasserläuferschärfe. Ich könnte Effizienz und Effizienz machen und Effizienz 5. Könnte ich dann rein theoretisch auf die Axt machen. Oder auf die Spitzhacke. Ah, da bin ich halt, wie gesagt, immer noch am überlegen, halt, wie ich das Ganze am besten verzaubere, weil ich muss definitiv eine Spitzhacke auch machen mit Thema Behutsamkeit. Ja. Wenn ich jetzt das und das mache, habe ich Effizienz 5. Effizienz 5, was wäre denn am besten mit Effizienz 5 zu verzaubern? Rein theoretisch wäre es ja halt, wie gesagt, die Spitzhacke hier am besten. Kostet 21. Ich sag ja. Besten. Oder ich mache hier. Wer will Schärfe auf das Ding haben? Das will keiner. Schärfe 2. Hier könnte ich halt, wie gesagt, auch noch mal ein bisschen was machen. Also entweder 21 Level oder ich werde mal sehen, was sich daraus machen lässt. Jedenfalls effizient halt. Oder ich benutze es halt dann später noch, falls ich irgendwie den anderes Zeug bekomme. Ja, aber das ist halt, wie gesagt, so jedenfalls jetzt alles gewesen. Und halt so, hier. Wegen 1.18, da ist halt, wie gesagt, gewesen. Ich habe halt, wie gesagt, die ganze Gegend alles abgeguckt gehabt und ich hatte immer nach interessanten Orten bauen will. Das Problem ist halt, seit 1.18 habe ich mindestens 2 Orte jetzt auf der Karte gefunden, wo ich weil sonst in jedem Gebiet immer so in etwa 2 gefunden habe. Und zwar einmal da, das ist die eine Stelle, die ich ausbauen werde, und dann einmal noch hier unten. Das kann man jetzt nicht durch Numbers sehen. Das ist halt, wie gesagt, in diesem Bereich. Da habe ich dann auch nochmal einen schönen Ort gefunden, wo man eigentlich auch bauen könnte. Weil sonst restliches Gebiet habe ich erst abgeguckt, aber nein. War nicht gerade schön. Aber ich will halt, wie gesagt, alles nicht weiter als diese Karte gehen. Alles, was über der Karte ist, ich muss es halt, wie gesagt, wird bloß speziell sein, aber alles, was sonst werde ich auf dieser Karte bloß machen. Also will ich bloß sagen, weil ich werde nicht mehr erkunden wegen den ganzen Speicher der BS4. Das ist halt ein bisschen nicht so gut. Ich habe 1,6 GB Speicher hier fürs insgesamt. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt auf insgesamt bezogen ist oder bloß für eine Welt.
Aber dadurch habe ich halt, wie gesagt, dieses Handicap bekommen, dass ich jetzt nicht weitermachen kann. Was ich eigentlich will. Ja. So ist es halt. Das Ganze jetzt dazu. Und den Bambus habe ich jetzt da unten hingetragen. Ja. Weil sonst halt, wie gesagt, das Einzige, was ich halt, wie gesagt, jetzt in etwa auch machen würde, wäre vielleicht halt ein Villager halt, wie gesagt, die ganze Zeit mobben, damit er mir halt, wie gesagt, das Ganze gibt, was ich haben will. Ich habe einen gefunden, der hat super günstig Verzauberung, also hier die Verzauberung Haltbarkeit 3 verkauft. Wo der eine 38 haben wollte, hat mir der andere so circa. Wie viel waren das? Hat er mir so für 23, 24 gegeben? Plünderung 1, ey, du kannst mich langsam hier mal. 4 Stück bräuchte ich davon, das wäre Plünderung 3 für 28. Plus Level. Wäre nicht schon gut. Feuerschutz, wer will Feuerschutz haben? Ich war gestern hier eine ganze Stunde dran und habe versucht, halt, wie gesagt, diese scheiß Plünderung zu bekommen. Der wollte es wirklich ernsthaft für 32 haben. Für 32 Smaragd und ein Buch. Ich habe mir ehrlich gedacht, der hat doch wohl einen Knacks weg. Aber so kann man halt, wie gesagt, auch Effizienz halt auf Verzauberung auch mitzugehen. Sachen, die man zum Beispiel brauchen könnte, halt, wie gesagt, zum Beispiel Haltbarkeit, Reparatur sind zum Beispiel einen der halt sehr wertvollen Verzauberungen, die man auch wirklich die meiste Zeit haben will. Das ist einfach so halt nebensächlich. Also, das sind sozusagen die Hauptverzauberungen, die man eigentlich halt so in etwa haben will. Danach kommt als so zweite Variante, also zweite Favorit Plünderung. Ich hatte ja einmal Glück 3 gesehen, das war glaube ich so für 28 Smaragde. Ich dachte mir auch so, hey Junge, willst du mich verarschen? Oder ist genauso wie die Plünderung, das war glaube ich hier Stufe 3 für 25. Und dann Reparatur für 32. Das habe ich mir halt wie gesagt so gedacht gehabt. Das wären halt wie gesagt so Hauptverzauberungen und das sind halt wie gesagt die zweiten Favoriten halt wie gesagt für mich mit dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, halt so, wenn man das Ganze macht, aber ja. Das einzige Spezielle ist durch Haltbarkeit und ja, Reparatur. Man kann sich halt die ganze Zeit durch die Level halt alles hochfarmen, wie man will. Was halt, wie gesagt, sehr schön ist. Das Problem ist halt, man braucht wirklich, wenn man Reparatur hat, wirklich Haltbarkeit, weil sonst geht immer noch die Haltbarkeit zu schnell runter. Der ganzen Waffen hier. Und wenn man tradet halt, wie gesagt, man kriegt halt so schnell das Ganze wieder. Also die ganzen Level, man kann da halt, wie gesagt, schnell alles machen. Das einzige Gute ist halt, wie gesagt, so, wenn man halt wirklich alles davon hat und dann noch Netherit. Das ist ja dann noch haltbarer. Das bedeutet, man hat halt, wie gesagt, so fast eine unendliche Rüstung. Aber man muss wirklich die ganze Zeit auch dann dafür Level farmen. Sonst wird's nichts. Ich könnte ja auch so machen, dass ich halt, wie gesagt, gleich einen kleinen Cut setze. Ich halt jetzt erstmal gucke, wie weit ich mache. Plus dazu, da ich dann nochmal so einen Überfall starte, um mal zu gucken, halt, wie gesagt, wie das Ganze jetzt ausbalanciert ist. Reparatur für 24 muss ich jetzt erstmal reinziehen. Ist halt um 8 billiger. Ich werde es, glaube ich, nicht billiger bekommen, oder? Das ist jetzt halt die Frage, soll ich spekulieren, dass ich halt noch billiger die Reparatur bekomme? Ich lasse jetzt erstmal. Gut, okay, dann jetzt Überfall. Wir sehen uns dann gleich. Ich werde jetzt, wie gesagt, das Ganze jetzt als erstmal hier herlotsen. Warum zum Teufel wird das nicht aktiviert? Ah, jetzt gut. Ich dachte halt schon, was ist denn jetzt hier los? Gut, okay. Kleine Sache am Rand. Ich habe zu viele Sachen gesammelt, wo ich mir ehrlich denke, halt, warum zum Teufel habe ich jetzt alles hier so in etwa bekommen? Das sind halt, wie gesagt, von Bögen halt, die wirklich echt sehr guten Wert sind oder auch halt solche speziellen halt, wie gesagt, so. Die behalte ich trotzdem mal hier so. Man weiß ja nicht, man kann ja vielleicht damit irgendwas noch hinbekommen. Aber jetzt erstmal halt, wie gesagt, die nächsten Kisten jetzt erstmal voll machen mit allem dreckigen Zeug hier. Das einzige Gute ist die Golems, denn jetzt hätte ich jetzt erstmal gemacht. Oder die Golems machen überhaupt rein gar nichts. Was noch schlimmer ist. Ich hoffe. Was stimmt mit euch nicht? Haut ab!
Ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt. Ihr könnt hier ganz friedlich sein. So, und das meine ich halt, wie gesagt, die spawnen ja halt auch dahin, was echt problematisch auch mit allen dann ist. Deshalb habe ich mir so gedacht gehabt, um die halt, wie gesagt, ein bisschen besser abzufarmen. Und damit nicht alle gleich getötet werden, habe ich die ganzen Häuser deshalb umgestellt. Das war eigentlich eine gute Idee. Aber ja, ich habe dann halt, wie gesagt, nach dem Überfall alles halt viel mehr zu tun, als man denkt. Weil ich darf dann halt, wie gesagt, als erstmal die ganzen Ausrüstung, alles, was ich habe, als erstmal wegmachen. Alles, was unnötiger Kram ist. Ja. Was nicht gerade schön ist. Was zum Teufel? Wie ist der da reingekommen? Ich verstehe es nicht. Wie zum Teufel ist der da jetzt reingekommen? Und warum steht der da oben? Warum gehen die Dorfbewohner nicht in die Häuser? Kann mir irgendjemand mal das Ganze erklären? Ach, ey, das reicht mir hier. Alle Häuser zurückziehen, Leute. Dadurch, weil sie jetzt alle sich bewegen, ist es halt wie gesagt alles super langsam. Ja, alle Mann ab in die Häuser. Ihr verdammten Vollpfosten. Oh, Scheiße. Das ist gar nicht gut. Neue Verteilung hasse ich. Obwohl, die hatten eine Wahrscheinlichkeit da zu spawnen, also. Schlimmer. Und mal gucken, kriege ich die Hexe? Ja. Und hat mich noch bekommen, die Alte. Das ist ja noch schlimmer. War hier nicht noch irgendjemand? Wo ist die Olle denn? Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Den Gang, den ich zugebaut habe. Oder ja, er ist hier. Oh, verdammte Scheiße, Die hat kein Interesse auf mich. Also sie dodgt alles hier. Ach du meine Güte. Also gut, okay. Ich habe jetzt alles sehr unterschätzt hier mit den ganzen Spawnits. Aber wie zum Teufel? Ich denke mir einfach bloß halt, was habe ich gemacht, dass der Spawn jetzt da ist? Was passiert? Alter, nein. Ich krieg die Krise. Ich krieg hier die Krise. Oh mein Gott. Okay, ich muss definitiv einiges hier noch machen. Weil das ist ja unnormal, was hier passiert. Warum zum Teufel können sie hier drinnen spawnen? Weil sonst sind sie nie hier drinnen gespawnt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und warum sind die verdammt nochmal alle hier drinnen? Ich komme rein gar nicht mehr klar. Irgendetwas stimmt hier nicht. Als ob es hier noch ein zweites Dorf geben würde. So in etwa. Ach, da oben. Ist hier die alle schon. Weggesniped. Ist gut. So, die ganzen Schützen müssen alle halt erstmal weg. Ich weiß, dass es jetzt hier ein bisschen laggy ist durch die ganzen Slime jetzt auch noch mit dazu. Das ist halt nichts daran zu ändern irgendwie. Ich muss jetzt erstmal alles hier wirklich niedermachen. Aber ist hier nicht mehr? Weiß ich mich? Sonst war ja hier richtig immer viel. Okay, da hinten ist einer. Ich sollte jetzt dringend rennen, weil ich weiß, was hinter mir ist.
Merkt ihr schon, was los ist? Warte mal, stopp! Warum hat das Schild sich nicht aktiviert? Okay, irgendwas stimmt hier rein ganz und gar nicht. Habe ich irgendwas falsch? Habe ich irgendwas verändert noch? Eigentlich müsste doch alles noch von gleich sein, halt wie gesagt zuvor, das Ganze. Okay, ich verstehe hier rein gar nichts mehr. Du machst viel Schaden. Du machst viel Schaden. Du machst zu viel Schaden. Jetzt bin ich wieder Level 7. Dam, dam, dam. Und mal gucken, wo die gleich alles spawnen. Ich werde, ich bin gleich wieder tot. Aber warum hat das Schild nicht funktioniert? Nee, die sind in der Stadt drin. Ey, das ist ja noch schlimmer als mit einem anderen. Was ich überhaupt nicht übelst verstehe, was stimmt mit den Villagern bitte sehr nicht? Was ist mit denen passiert? Warum ist ihr IQ halt gefühlt halt wie Brot? Nee, wie Toastbrot. Ich brauche den Bogen hier. Komm schon, lass mich mal da hinten durch. Ah, zu viele Schleimen sind auch scheiße. Das Problem ist, bei zu vielen Slime heißt es, dass ja alles halt komplett durchgewühlt ist mit einem. Gut, okay, da hinten jetzt erstmal anstacheln alles. Die kommen halt. Ist down. Ist down. Ist auch down. Sind noch einige, kann ich jetzt schon sagen. Das hier brauche ich, das hier brauche ich. Und jetzt hat es mich auf dem Kieker. Wie sonst immer auch. Ja? Hab dich besiegt. Und die Resten scheinen hier wohl unten drunter zu sein. Aber das ist jetzt wirklich, also ich dachte halt wirklich, alles wäre nochmal und auf einmal kommt jetzt das hier an. Das ist ja das Schlimmste, was mir je passieren könnte. Also bin wirklich jetzt echt heftig durcheinander mit einem. Was stimmt nicht mit den ganzen Leuten hier? Einer ist ja noch, den lasse ich jetzt mal kurz. Er wird jetzt nicht so viel Schaden anrichten können. Achso, jetzt verzieht ihr euch alle neue Häuser. Nee, es ist Nacht geworden. Aber da muss man ehrlich sagen, Dummheit muss irgendwann mal bestraft werden. Also diese Dummheit, die sie da veranstalten, ist einfach bloß bescheuert. Jetzt sind auch welche runtergefallen. Ist ja noch schlimmer. Stimmt mit denen nicht. Ja, warte mal, hier wollte ich hoch. Ich habe hier zum Glück ein Steinmädchen gesetzt, damit ich halt wie gesagt alles schneller von A nach B komme. Habe ich Brot? Habe ich nicht. Aber das muss mir jetzt mal einer sagen. Was ist jetzt komplett hier passiert, dass keiner mehr das macht, was es eigentlich machen soll? Das würde ich mal bitte sehr gerne wissen, weil das ist ja alles unnormal. Okay, wo ist ein Farmer? Farmer, du bist ein Fischer, dich brauche ich nicht. Also rein theoretisch hier danach, da dürften wieder einige sich halt neue vollpflanzen müssen. Sind die ganzen Farmer schon weg? Ich wollte mir nicht sagen, dass sie die ganzen Farmer hier weggefrühstückt haben. Ah ne, hier sind alle so weit, es geht in ein Haus, das ist ja gut. Der mit seinen scheiß Poltergeistern. Und hat versagt. Und hab gewonnen. Alter, was war das jetzt gerade eben? Dein Mutter.
der letzten fertig gemacht. Ich habe hier gerade vergessen, ich habe hier überall hier Tore hingemacht. Wieso vergesse ich das jedes einzige Mal? Und die hier, ich weiß nicht, die Totems auf Anleihen sind halt schon gut, aber wenn ich halt die ganze Zeit denke, ich habe ein Schild und hoffe, dass er funktioniert, dann funktioniert er nicht. Und das ist halt, wie gesagt, ein Problem. Also rein theoretisch habe ich irgendwie das Gefühl, das Schild kann ich endgültig vergessen. Was ein bisschen schade ist, das ist eigentlich schon gut. Aber naja, hier ist ein Golem gestorben. Eigentlich könnte ich den auch erlösen. Oder? Hey, das funktioniert ja. Das ist ja sehr gut. Die Golems sind wieder ganz. Hab dafür mein Eisen rausgeschmissen. Ach du meine Güte. Okay. Das ist schlechter gelaufen als alles andere hier. Also, ich weiß nicht, ob mir irgendjemand sagen kann, woran es hier vielleicht liegt. Was hier passiert ist. Weil, ich muss ehrlich sagen, das ist für mich nicht normal. Ich habe gehofft, dass ich halt, wie gesagt, alles hier ordentlich halt, wie gesagt, machen kann. So in etwa halt Thema, alles wird Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird alles ja so bleiben vom Standpunkt her. Also es ist ja komplett alles schief gegangen, wie es hätte gehen können. Und das einzige Gute ist, mal, ihr seht ja halt, die meiste der Ausrüstung ist halt wieder ordentlich halt, wie gesagt, mit hochlevelt, außer halt der Bogen halt, der immer weiter kaputt geht. Ich kann ihn halt, wie gesagt, ich hoffe auf was anderes. Und wenn es wirklich klappt, dann wäre ich richtig froh. Naja, aber das werdet ihr dann halt, wie gesagt, halt später sehen, wenn es geklappt hat mit einem. Haltbarkeit 3 für 17. Okay. Bist du derjenige da oben, den ich suche? Nein, du bist es nicht. Warte mal, stopp, der müsste ja an seinem Tisch noch liegen. Ja, da. Reparatur für 17. Ich mache es mal. Ich gebe mal jetzt 12 aus. Da kann ich dann halt, wie gesagt, in der nächsten Zeit halt dann meine Rüstung halt, wie gesagt, fertig machen mit allem. So. Dorn mache ich rein gar nicht drauf, weil ich zu 100% weiß, das ist das Bescheuerste, was ich machen kann. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche halt sehr viel. Also für jede einzige Sache, die ich brauche, ich brauche jetzt erstmal 4 Bücher. Bedeutet insgesamt 8. 8 sind halt die gewisse Anzahl, die ich brauche für das Ganze. Ich weiß nicht, wie ich den bekommen habe mit 1 Smaragd, aber der müsste halt, wie gesagt, übelst billig gewesen sein. Vielleicht kriege ich den irgendwann nochmal. Bedeutet, ich werde jetzt erstmal jetzt shoppen gehen und mal gucken, was ich rausbekomme. Vielleicht kriege ich jetzt demnächst meine ganze Rüstung jetzt noch auf dem hin. Kann ich hier dann halt, wie gesagt, alles gucken. Reparatur und Haltbarkeit. Was sehr gut wäre in meinen Maßen hin. Du bist doch der Kerl, den ich suche, richtig? Dornen, die suche ich überhaupt nicht. Reparatur, du bist es gut. Ich habe halt sehr viel gespart gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, das wird reichen so in etwa. Ich brauche 4 Bücher von... Von dir brauche ich wieso 4 Bücher? 2, 3, 4. Bist dann noch einer der Favoriten gewesen? 1, 2, 3, 4. Ich habe fast meine ganzen Ersparnisse ausgegeben dafür. Jetzt kommt aber noch das Lustigste dran, ne? Die Level, die ich jetzt alle verloren habe. Und auch, wie lange wird der Amboss halten? Haltbarkeit und einmal Reparatur. Verzaubern. Ich halt schon mal ein bisschen. Reparatur und Haltbarkeit. Verzaubern. Und der ist kaputt, also. Oh Mann, das geht ja schneller als gedacht. Warte mal. Stop. Ich habe keine Special-Blöcke mehr. Das ist noch beschissener. 2, 3. 3 brauche ich wieso. Ja, einen Boss konnte ich mir noch gerade so craften mit meinem ganzen. Nicht gerade schön, aber ja gut. Das meiste habe ich immer drauf geworfen. Tourhaltbarkeit. Das hier plus das ist gleich das hier. Und das. Nein, das brauche ich nicht. Du plus Haltbarkeit, dann ist das Haltbarkeit und Reparatur. Zusammen ergibt es ja halt, wie gesagt, das, was ich brauche. Geh mal und mal gucken, wie viele ich jetzt noch machen kann damit. Einen.
Ich konnte mir eine machen. Ja, gut, okay, dann darf ich halt wohl das nächste Mal komplett mit irgendwas anderes spielen, solange ich nicht die Erfahrung dafür habe und solange das nicht alles gelöst ist. Ja, jedenfalls, ich habe jetzt halt, wie gesagt, schon mal ein paar Schritte gemacht, auch wenn es halt in manchen Augen halt, wie gesagt, verschwenderisch ist, was ich jetzt hier mache. Ich kann es gut verstehen. Ich finde es auch sehr verschwenderisch, anstatt halt, wie gesagt, jetzt erstmal auf eine Erstverzauberung zu setzen. Aber wie gesagt, ich kann ja dann noch später andere Ausrüstung machen und dann halt, wie gesagt, das Ganze drauf machen. Das ist ja nicht so schlimm. Es ist ja halt, wie gesagt, trotzdem, dass halt, wie gesagt, immer noch ein bisschen billiger bleibt, als man denkt. Bloß, ich müsste wirklich dann den Drachen besiegen, damit ich halt, wie gesagt, irgendwie vier Level bekomme. Vielleicht gehe ich das jetzt auch als nächstes an. Ich halt wirklich den als erstmal dann mache. Weil durch die ganze Level habe ich dann halt, wie gesagt, nochmal einen Vorteil. Könnte halt, wie gesagt, ein paar andere Sachen noch verzaubern. Ja. Aber das erste Rüstungsteil ist fertig. Und die Bücher werde ich dann hier nochmal reintun. Ich hoffe, es hat euch jedenfalls jetzt mit der Folge noch gefallen, obwohl ich halt, wie gesagt, jetzt schon wieder das Ganze überzogen habe, sicherlich. Aber halt, wie gesagt, damit halt zum Beispiel ein bisschen ein paar Stand ist, halt, wie gesagt, mit dem Lauf der Dinge halt. Ich versuche mich nochmal um einen besseren Bogen zu kümmern, der auch Reparaturen für vielleicht Unendlichkeit für vielleicht drauf bekommt. Dazu muss ich halt sehr viel angeln. Plus dazu, ich habe jetzt halt, wie gesagt, die ganze Ausrüstung, die ich halt, wie gesagt, ein bisschen brauche. Wie gesagt, falls ich dann Onkel etwas halt, wie gesagt, hier noch reparieren will oder halt, wie gesagt, was Besseres habe, ich kann ja einfach halt, wie gesagt, dann nochmal halt, wie gesagt, so Eisenachs, also hier Diamantaxt auf Diamantsack macht, das ist ja halt, wie gesagt, dann nicht mehr so ein Unterschied. Naja, dann jedenfalls, ich hoffe, euch hat es jedenfalls gefallen, obwohl es halt, wie gesagt, alles ein bisschen halt so konfus war. Hätte auch nicht gedacht, dass es so enden wird, aber. Dann ciao und schönen Tag euch noch und jedenfalls bis zu einer weiteren Folge von Minecraft Hello Story. Tschüss.